So, ich wurde gebeten, noch mal ein paar Aufgaben zu erklären. Das war einmal die Aufgabe 193. Wir gucken uns die Aufgabe auf Seite 193 an. Ich habe noch die fünfte Fassung. Es kann sein, dass sich alles schon geändert hat. Es geht um den vollplastischen Stoß. Wir nehmen also an, dass die Masse vor dem Stoß 2 Meter pro Sekunde hat und wir haben einen totalplastischen Stoß. Jetzt ist die Frage in der 193. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit der Masse nach dem Stoß. Was ist dazu zu tun? Dazu ist Folgendes zu tun. Wir malen ein Bild vor dem Stoß und vor dem Stoß hat unsere Masse die Geschwindigkeit V1. Die Geschwindigkeit V1 ist offensichtlich gegeben. Wir malen ein Bild nach dem Stoß. Bei einem vollplastischen Stoß können wir davon ausgehen, dass die Masse hier drauf klebt. Und jetzt haben wir ein gesamtes Massenträgheitsmoment, das wie folgt aussieht. Das Theta ist gerade m l Quadrat Drittel plus m mal l halbe zum Quadrat. Und jetzt kann ich sagen, der Drall-Erhaltungssatz, der liefert jetzt, der Drall vorher ist m mal V1 mal l halbe. Und der Drall nachher ist gerade gleich m l Quadrat Drittel plus m l Quadrat Viertel mal Phi Punkt Dach. So, und dieses Phi Punkt Dach kann ich damit ausrechnen. Und das ist dann natürlich das V1 mal M. Das L kürzt sich raus. Dann habe ich hier ein M Drittel plus M Viertel. Und dann habe ich das L hier unten stehen. So, und das kann ich jetzt ausrechnen. In der Aufgabe klappt das auch ganz gut. Ich habe die Zahlenwerte mal hier oben aufgeschrieben. V1 ist 2 Meter pro Sekunde. Die Länge sind 0,7 Meter. Die Masse von kleinen und großen Massen sind 3,1 Kilo. Und dann kann ich mir das Phi-Punkt ausrechnen nach der Formel, die ich gerade aufgeschrieben habe und kann dieses Phi-Punkt mit L halbe mal nehmen und dann komme ich auf den Zahlenwert, den das Institut angegeben hat. Jetzt haben wir die Aufgabe 195 und da komme ich mit meinem Taschenrechner nicht ganz ans richtige Ergebnis, bin aber schon sehr müde und kann sein, dass ich die Sache nicht mehr richtig raffe. So, wir haben hier eine Geschwindigkeit V0 gegeben. Die Geschwindigkeit V0 ist 1 Meter pro Sekunde. Und jetzt muss ich eben im Prinzip, wir gucken uns die Aufgabenstellung auch hier nochmal an. Es geht jetzt also hier um die, ich glaube, die 195 war das. Die 195 sieht so aus. Wir haben also wieder erstmal einen totalplastischen Stoß. Sie kommt mit zu T0 mit der Geschwindigkeit V0 an. Und dann haben wir noch die Höhe h zu vollziehen. Das heißt, sie kommt hier unten ein bisschen schneller an als V0. Das müssten wir uns ausrechnen. Ich gucke aber gerade mal, ob ich den h richtig eingespeichert habe. Der ist h ist 1,2. Das g habe ich sowieso richtig. Dann können wir uns erstmal das V1 ausrechnen. Und dann können wir wieder mit einer neuen Masse, ja, neuen großen und kleinen Masse und einer neuen Länge, 2,4 Meter, die Sache durchrechnen. So, und jetzt stellt sich die Sache wie folgt dar. Wir haben also vorher die Masse, die hier runterkommt, mit einer Geschwindigkeit V1, das ist die Wurzel aus V0 Quadrat plus 2gA. Jetzt müssen wir gucken, ob ich die richtig ausgerechnet habe. Und der Balken ist natürlich in Ruhe. Die Feder hält nur den Balken gespannt und spielt beim Stoß keine Rolle. Und zum Schluss habe ich den Balken mit der Masse, der sich hier wieder mit einer Winkelgeschwindigkeit Phi Punkt dreht. Und die soll ich bestimmen. Der Drall-Erhaltungssatz sagt jetzt aus, dass m mal V1 mal L, m L Quadrat Drittel plus m L Quadrat mal Phi Punkt ist. Das kann ich nach Phi Punkt auflösen. Und das ist gerade ein m mal V1 mal L dividiert durch. Und dann habe ich hier ein m mal, na, ich klammer noch ein bisschen aus. So, dann kann ich sagen, das ist hier m Drittel plus m. Dann haben wir das L Quadrat unten und dann kann ich ein L wieder oben rauskürzen und habe diese Beziehung. Wenn wir uns jetzt die Aufgabenstellung angucken, dann sollen wir erstmal die Geschwindigkeit vor dem Stoß mitrechnen. Das ist also im Prinzip die V0 Quadrat plus 2gH. Und jetzt sollen wir annehmen, dass wir die Geschwindigkeit Vm hätten vor dem Stoß und sollen das Phi Punkt ausrechnen und das Vm steht dahinter. Damit ist der Term, den ich dahinter vor dem Vm stehen habe, so, das ist das Vm, ist dieser Term hier.
Und den kann ich jetzt gerne nochmal nachrechnen. Ich bin leider nicht auf das Ergebnis vom Lehrstuhl gekommen. Ich habe hier also jetzt eine 4,4. Hier unten haben wir eine 4,9 durch 3 plus 4,4. Das nehme ich mit der Länge mal. Das waren 2,4. Und wenn ich das also eingebe, also m dividiert durch m durch 3 plus m und dividiert durch l, dann bekomme ich hier einen Wert raus von 0,30387 mal V1 natürlich dahinter für meinen Phi-Punkt. So, der Lehrstuhl hat ein anderes Ergebnis dort stehen. Der hat hier stehen eine 0,6707. So, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, vielleicht spinnt mein Taschenrechner, vielleicht bin ich zu müde, vielleicht hat sich aber auch das Institut vertan und mein Phi-Punkt ist richtig. Ja, das könnt ihr bitte selber mal nachprüfen. Ich bin ziemlich müde, es ist möglich, dass ich Fehler drin habe, aber auch im Institut sind schon genügend Fehler gesehen worden. Lest euch die Aufgabenstellung auch nochmal genau durch, ob ich da was übersehen habe. Soweit ich weiß, ist VM die Geschwindigkeit direkt vor dem Stoß. Ja, das habe ich gerade nochmal versucht zu kontrollieren. Da kann man also immer sehr genau, muss man die Aufgabenstellung sehr genau lesen. Ja, direkt vor dem Stoß ist die Geschwindigkeit VM und das VM habe ich dahinter stehen und damit müsste der Term hier korrekt sein. Ja, und wie gesagt, rechnet selber mal nach. Ich bin mit dem Lehrstuhlergebnis hier nicht ganz kongruent. So, ich glaube, ich kann das Ding beenden.